Hallo Stier, herzlich willkommen zu deiner Legung Juni 2022. Wir schauen uns heute für den Monat Juni die Liebe an. Und zwar geht es hier um die bestehende Partnerschaft. Und ich habe mich dazu entschlossen, weil das Video Vollmond im Skorpion super geniale Resonanzen hatte und ihr sehr viel Interesse dahingehend hattet. Und ich habe mir gedacht, wir machen jetzt nochmal so eine Legung für den Monat Juni. Ich habe dazu folgende Karten, lieber Stier. Wir haben hier diese Orakelkarten. Da schaue ich, um was es geht in der Liebe als Überschrift, dass wir einfach schon mal so eine Richtung haben. Dann habe ich hier die Karten der Liebe. Da gucken wir genau, um welche tiefere Thematik es geht. Wir tauchen dann wieder etwas unter. Und damit wir verstehen, um was es hier geht, habe ich auch die Karten der Erkenntnis. Ja, damit wir ein bisschen Analyse betreiben können. Ich finde das immer ganz wichtig, dass man einfach auch versteht, warum habe ich dieses Thema jetzt in meinem Leben und wie kann ich mit diesem Thema, wenn ich damit in Resonanz gehe, auch umgehen. Ja, dann habe ich zwei verschiedene Engelkartendecks mit diesen. Ich liebe dieses kleine Herzengelkartendeck, weil damit arbeite ich schon seit Jahren in meinen Readings und es ist einfach wahnsinnig toll, weil ihr da ganz tolle Messages kriegt. Hier habt ihr tolle Impulse. Wir haben auch wieder die Vollmondkarten. Das sind Impulse, wie ihr eventuell in der einen oder anderen Situation handeln könnt, reagieren könnt, was ihr tun könnt, um konstruktiv nach vorne zu gehen. Und ich habe hier die Lenormand-Karten. Mit denen gucken wir uns an, wie es bei euch in der Liebe weitergeht. So, ich packe jetzt alles etwas zur Seite, damit wir hier den Tisch frei haben. Und einfach auch mehr Platz für euch haben. So. Und dann starten wir auch schon los. Denkt bitte daran, das ist, wie gesagt, eine Liebeslegung, keine Single-Legung. Ja? Nicht für Singles, sondern nur für die, die in einer bestehenden Partnerschaft sind. Die Single-Legungs, meine Lieben, die kommen extra. Es ist eine Kollektivlegung, das heißt, sie kann auf dich zutreffen, muss sie aber nicht. Ja? So, für diese Fälle kannst du dir das Mond-, Venus- oder Aszendentzeichen angucken oder aber eine persönliche Legung gerne buchen, wobei wir schon beim Thema sind. Ich habe ja im Juni Geburtstag und habe mir für euch Folgendes ausgedacht. Für alle Legungen im Juni, also für alle Readings, telefonisch wie auch live über WhatsApp, habe ich euch 20% Rabatt zur Verfügung gestellt, die ihr nutzen könnt, wenn ihr euch bei mir ein Reading buchen möchtet. Als sozusagen kleine Überraschung und Dankeschön. Genau. Und wer das gerne annehmen möchte, der kann sich gerne mit mir in Verbindung setzen und dann schauen wir, um was es hier bei dir geht. Ne? Das ziehe ich dann vom Preis ab, die 20%, und dann ist das ganz tiefenentspannt. So, was wollte ich euch noch sagen? Genau wie ihr mich erreichen könnt und auf welche Karten ich verwende, findet ihr wie immer unten in der Infobox. Und wir starten jetzt los. Wir haben vier Karten heute für euch. Meine lieben Stiere, es geht hier um, ich sag mal, in einer Beziehung. Es könnte eine spirituelle Beziehung sein. Wir haben hier Tür zum Geist, Spiritualität. Es könnte sein, dass du erwachst in der Beziehung, in der Spiritualität. Es kann aber auch sein, dass eure Beziehung sehr spirituell ist, dass ihr da sehr großes Interesse habt. Ja. Die Spiritualität, die kommt immer ins Leben, wenn es hier etwas gibt, was angeschaut werden darf. Und wir haben hier das vierte Chakra, Erzengel Raphael. Also hier darf auch etwas in die Heilung kommen bei dir. In der Beziehung. Es sieht mir so ganz danach aus, dass ihr hier in einer Beziehung seid, aber ihr seid voneinander räumlich getrennt. Ja, wir haben hier die Weite. Die Weite kann auch immer sein, man schaut in die Weite, in die Ferne und überlegt halt, okay, ich kriege gerade rein, wie kann ich mit dem höheren Selbst meines Gegenübers kommunizieren, weil wir halt nicht in der Nähe sind, sondern in der Ferne miteinander sind. Dein Gegenüber oder auch du, ihr seid hier sehr viel unterwegs. Das kann auch die Ferne, die Welt bedeuten, dass ihr halt sehr weltoffen seid, in der Welt arbeitet, überall in der Welt arbeitet. Ja, und dass ihr dadurch, einer von euch, sehr viel getrennt und sehr viel unterwegs seid, meine Lieben.
Das ist hier die Art der Beziehung. Was hat es mit Spiritualität zu tun? Ja, da kann man durch die Spiritualität kann man auch den Halt in so einer Fernbeziehung oder in einer Beziehung, wo man halt viel unterwegs ist, kann man auch den Halt finden. Ja, und das kann auch das sein, was hier in die Heilung gehen möchte mit Erzengel Raphael. Okay? So, dann gucken wir uns jetzt mal an, um was geht es hier bei euch in der Liebe. Uiuiuiui. Okay, wir gucken gleich mal die Karten der Erkenntnis noch dazu. So, meine Lieben, wir fangen mal an, ja? Also, wir haben hier die Spiritualität, die kann für dich hier in deiner Beziehung ein echtes Abenteuer sein. Wir haben es hier mit Glaubenssätzen zu tun, ja? Gegenseitigkeiten. Guckt mal, ich zeige euch das mal hier in die Kamera. Die Glaubenssätze sind sehr interessant. Du glaubst an das, dein Gegenüber glaubt an das, ja? So, das kann natürlich im Bereich der Spiritualität hier eine Herausforderung sein und wie ein Abenteuer sein, ja? Es könnte ja sein, dass dein Gegenüber zum Beispiel nicht an die Spiritualität denkt oder glaubt oder wie auch immer. Ja, und dass du aber total in dem Thema gefangen bist. Ja, dass du sagst, boah, das ist für mich wie ein Abenteuer. Weil letztendlich hält mich das in meinem Sein total aufrecht. Egal was passiert, aber die Spiritualität, die ist in meinem Leben. Und die möchte ich natürlich jetzt durch die Partnerschaft nicht einfach wegstreichen oder ablegen. Nur weil mein Gegenüber jetzt nicht daran denkt oder nicht daran glaubt oder wie auch immer. Ja, das kann hier aber auch eine Herausforderung sein in eurer Beziehung. Ja, wir haben hier den Erzengel Raphael. Ja, hier möchte sozusagen etwas in die Heilung kommen. Und zwar, hier möchte etwas in die Heilung kommen, was sich sehr aufopfernd anfühlt. Also du opferst dich hier in deiner Partnerschaft schon sehr für dein Gegenüber auf. Und dadurch verlierst du die Leichtigkeit. Und das ist genau das, was hier in Heilung kommen darf. Du darfst hier in deiner Partnerschaft wieder in die Leichtigkeit kommen. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen Partner hast, der sagt, ach Quatsch, das ist totaler Blödsinn mit deinen Engeln und mit deiner Spiritualität, dann ist das eine Art der Aufopferung, weil du, dadurch wirst du schwer. Weil du überlegst, ja, was mache ich denn jetzt? Ja, es ist Ballast. Es ist Ballast, einfach wie so ein Gewicht, so ein Klotz an dein Bein, wenn jemand ständig versuchen möchte, dir zu erzählen, das, was du tust, was du machst, ist ein Blödsinn. Ja, wenn ihr lösungsorientiert eine Lösung findet, dass du sagst, okay, du musst ja nicht daran glauben, ich glaube daran, ich lebe damit, es ist gut, du hast deinen Glauben, ich habe meinen Glauben, alles toll. Auch das kann hier sein, dass das hier in die Heilung gehen möchte. Ja, diese Akzeptanz, dass ihr sehr unterschiedlich seid. Ja, wir haben hier die Welt und die Reise. Ja, so, das heißt, dein Gegenüber oder auch du, je nachdem, musst du gucken bitte, wie es hier für euch am besten passt. Ist halt hier sehr weltoffen, beziehungsweise ist hier sehr viel unterwegs. Wir haben hier das Entzücken. Das Entzücken ist Spaß, Leichtigkeit, ist Kommunikation. Hier siehst du mit verschiedenen Menschen einfach sich abgeben, kommunizieren, haben alle das gleiche Ziel, wollen den gleichen Weg gehen und da ist man halt, da fühlt man sich halt auch einfach entzückt, da fühlt man sich wohl. So, auf der anderen Seite aber haben wir hier das verborgene Selbst. Also, verborgenes Selbst heißt letztendlich, da ist irgendwas in dir, was hochkommen möchte, weil du hier anders bist als alle anderen, ja. Ich sag immer, wenn du wärst wie alle anderen, würdest du auch Lemming heißen, ja. 80% der Menschen machen das, was man sagt. Wunderbar. So, du bist aber jetzt einer von denen, die das nicht tun, weil sie in ihrem Erwachungsprozess sind oder weil sie erwacht sind und sagen, nee, ich möchte mich nur mit den Menschen abgeben, mit denen, die mir gut tun, ja. Und ich mache mich vielleicht, und es kann natürlich auch ein Punkt sein, ich mache mich hier auf die Reise in die Welt und erlebe jetzt mit diesen Menschen, die mein gleiches Ziel haben, erlebe ich jetzt was. Und dann kommt dein Gegenüber und sagt, ey, was ist denn jetzt hier los?
was machst du denn jetzt hier? Also das ist jetzt ganz interessant. Wir haben hier jemanden, der seine Spiritualität in einer Beziehung leben will und der jetzt hier flügge werden möchte. Das kann auch eine Form sein. Also nicht nur, dass dein Gegenüber hier eventuell viel ausländisch oder überhaupt inländisch reist, beruflich. Das kann auch hier sein, dass du jetzt bedingt durch deine Spiritualität in deiner Beziehung, dass du jetzt hier aber mehr Freiheit brauchst und möchtest, damit du dich entwickeln kannst im Spirituellen. Wie geht's hier bei euch weiter? Wir haben hier die Uhr, ja, die Kuckucksuhr. Es ist Zeit. Es ist Zeit, hier etwas zu verändern. Es ist Zeit, hier etwas anzugehen. Und zwar geht es hier um dein Zuhause. Würde ja auch passen, ja, dass man hier dieses häusliche Dasein verlässt, um hier sozusagen auf die Reise zu gehen, auf die spirituelle Reise. Ja, vielleicht möchtest du auch eine spirituelle Reise machen, damit du dich hier findest. Kann alles sein. Die Klapperstörche stehen für Neuanfang oder aber auch für die Veränderung. Ich nehme es hier eher 50-50, beides. Es kommt hier eine Veränderung, die zu einem Neuanfang führen kann. Und das ist hier aus dem Käfig ausbrechen, der Schlüssel zum Erfolg. Du steckst den Schlüssel des Erfolges in das Schloss und fliegst dann sozusagen, ich will nicht sagen, du fliegst weg, aber du entwickelst dich. Ich kann es nicht anders sagen. Ich möchte es auch nicht verneinen. Ja, und es ist ein Zustand, der dir gut tut. So, was kannst du hier in dieser Situation noch tun? Was ist jetzt wichtig für dich? Ja, genau. Das hier ist ein Herzprojekt für dich in der Liebe. Halte dein Herz offen. Bleibe einfach offen. Geh nicht ablehnend sozusagen. Ja, Schatz, ich will das aber jetzt und entweder machst du mit oder hast du Pech, sondern bleib offen und erkläre deinem Gegenüber, warum du das brauchst, warum du das möchtest. Vielleicht macht ihr das auch zusammen. Das kann alles möglich sein. Das müsst ihr sehen, wie es bei euch passt. Ich finde es von der Energie her, ist es sehr schön, weil du letztendlich hier absolut deine Spiritualität leben möchtest. So, was gibt es denn noch für eine Message hier, bitte, für den Stier? Dann nehmen wir die umgekehrt ist, so. Wir haben hier einmal die Karte Engel für Verantwortungsbewusstsein. Ich bin mir meiner Verantwortung in Liebe bewusst. Ja, natürlich. Du sagst dir, Schatz, ich liebe dich, keine Frage. Aber ich möchte mich auch selber entwickeln dürfen und können. Und darum geht es hier bei dir. Und dann haben wir Engel für Befreiung von Abhängigkeiten. Ich bin frei von alten Mustern, Abhängigkeiten und Wertvorstellungen. Und genau darum geht es auch. Ja, diese Unabhängigkeit zu leben, sich befreien. Hier guckt mal, das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Auch das kann hier mit dem Schlüssel damit gemeint sein. Du steckst den Schlüssel in das Schloss, in deinen Käfig und schließt auf. Und breitest deine Flügel aus. Und das kann man auch in einer Partnerschaft machen, meine Lieben. Das heißt hier nicht, dass hier ein Ende ist. Ich sehe das auch nicht. Ich sehe hier auch kein Ende. Sondern ich sehe hier eine Erweiterung. Und das finde ich total schön. Ich sehe hier eine weitere Stufe und Erweiterung deiner Beziehung. So, und da war sie weg. Ich bin gleich wieder da, meine Lieben. So. Ja, guck mal. Was für schöne Farben. Die Freude. Ja, du hast Freude an deiner Beziehung. Du hast Freude an deiner Veränderung, die du durchlebst mit deinem Gegenüber.
Ja, teile deinem Gegenüber das mit, macht einen Plan, geht in die Unabhängigkeit, raus aus den Abhängigkeiten. Du bist dir deiner Aufgabe bewusst in der Liebe. Du weißt, um was es geht. Aber hey, wir sind hier im Zeitalter des Wassermanns. Ja, es heißt beständig, die Unbeständigkeit ist die Beständigkeit. Also, lebe dein Abenteuer, gönne dir was. Hier, Abenteuer, verändere deine Glaubenssätze. Ja, ich darf Abenteuer leben. Und ja, du darfst gerne mitmachen. Und wenn nicht, ja, dann lass mich wenigstens fliegen, dass ich meine Abenteuer leben kann. Und wenn du Lust hast, komm doch einfach hinterher. Also Herz offen lassen. Versteht ihr, was ich meine? Ja, verschließt euch nicht eurem Gegenüber, sondern bleibt offen. Lebt eure Abenteuer in Liebe, in Freiheit. Geht auf Reisen. Geht in die Heilung. Ihr habt im Juni alle Möglichkeiten dazu. Ja? Also meine Stiere, interessante Legung, schöne Partnerschaft, muss ich ehrlich sagen. Ich hoffe, ihr konntet was damit anfangen. Ich danke euch für eure Abos und für eure Likes. Und gerne kommentieren und vergesst bitte nicht die 20% Aktion auf die Readings. Und in diesem Sinne, alles, alles Liebe, macht's gut. Ciao, eure Katrin.